Clevere T-Shirt-Hersteller in den spanischen Touristenregionen bedrucken ihre T-Shirts für deutsche Gäste neuerdings mit einem eigentümlichen Reim. Soy un hombre de izquierda y señora Merkel está mierda. Soll heißen, ich bin ein Mensch der Linken und Frau Merkel ist scheiße. Das sei ein Akt der vorbeugenden Völkerfreundschaft, sagen die Produzenten. Denn immer mehr Menschen in Spanien würden ihre schlechte soziale Lage als Ergebnis merkelscher Politik begreifen. Und sie hätten schon Lust, an diesem oder jenem deutschen Touristen Rache zu üben. Wenn aber der Spanier dann so ein T-Shirt lesen würde, gäbe er dem jeweiligen Deutschen keins auf die Nase, sondern einen aus. Da ähnliche T-Shirts in Griechenland, Italien und Zypern in Vorbereitung sind, muss diesem falschen Trend unbedingt entgegengewirkt werden. Es muss ein für alle Mal gesagt und auf die T-Shirts gedruckt werden, Angela Merkel is good for you. Denn das Merkel-Programm der Bankenrettung, in dessen Ergebnis sich die Leute in vielen Ländern Europas über ihre sozialen Zustände unsinnig aufregen, ist nicht nur ein Programm zur Gesundung der Staaten, es ist auch eines zur Gesundung der einzelnen Menschen. Nehmen wir mal Griechenland. Dort hat die Troika jenes EU-Instrument zur Bankenrettung unter deutscher Schirmherrschaft festgelegt, dass die Ausgaben für Gesundheit runtergefahren werden. Um rund 25%. Jeder weiß doch aus den letzten Jahren, wie viel ärztliche Kunstfehler die Patienten schwerst geschädigt haben. Die zumindest werden weniger werden. Auch der bekannte Medikamentenmissbrauch wird mit dieser Maßnahme deutlich gemindert. Und wenn es weniger Blutkonserven gibt, dann können sie auch nicht vertauscht werden. Überall in der EU gehen immer mehr Menschen immer seltener zum Arzt, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Das kann angesichts des erheblich gesunkenen Ausbildungsstandards an europäischen Universitäten nur gesund sein. Wenn das Geld für den Sprit fehlt, fährt man weniger Auto und senkt so die Rate der Verkehrsunfälle. Wird man durch die Verhältnisse davon abgehalten, mit Bus und Bahn zu fahren, geht man zu Fuß. Das ist die preiswerteste Prophylaxe gegen allerlei Gebrechen. Wer mangels Einkommen nicht mehr ausgeht, der wird sich häufiger zu Hause sexuell betätigen. Das ist gut für die Geburtenrate. Wo die Knete für Alkohol fehlt, da wird weniger getrunken. Das ist nicht nur gut für den Blutdruck, das senkt auch die Aggressionen. Führt zu weniger Gewalttaten und kann so letztlich die Kosten für Polizei, Justiz und Gefängnisse reduzieren. Wer nicht mehr arbeiten muss, der kann mehr schlafen. Die Hetze des Tages fällt von ihm ab. Es werden viel weniger Burnouts zu verzeichnen sein. Die Lebenserwartung wird steigen. Angela Merkel, die Ärztin am Krankenbett des siechenden Europa, kümmert sich auch rührend um den Kreislauf der europäischen Ökonomie. Zum Beispiel, es muss mal wieder eine Bank gerettet werden. Schon kommt das Dr. Merkel-Prinzip zur Anwendung. Das finanzielle Loch in der Bank wird mit dem Geld der Bevölkerung gestopft. Das erzeugt, wie wir aus Griechenland, Portugal und Spanien wissen, neue Arbeitslose. Deshalb wird weniger gekauft. Weniger Umsatz ergibt mehr Arbeitslose. Mehr Arbeitslose führen zu weniger Steuern. Die fehlenden Einnahmen ersetzt der Staat durch Kredite. Die Bank sitzt dann auf faulen Staatspapieren. Sie muss gerettet werden. Und die Zirkulation beginnt von vorn. Jeder weiß, dass ein stabiler Kreislauf eine Grundvoraussetzung der Gesundheit ist. Insofern ist Angela Merkel good for you. And for me. Und wer sonst noch Selbstmord begehen möchte. Denn auch die Selbstmordrate ist um bis zu 17% im Gefolge der Bankenkrise und deren Bewältigung gestiegen. Angela Merkels Rezepte sind sicher. Todsicher.